Unakai, the defender, gets the ball on his chest. What a game! Ich bin Felix Sulukai und ich bin Teil von Fußball mit Vision. Also ich bin zum Fußball gekommen, als ich klein war. Ich habe schon als kleiner Junge immer davon geträumt, dass ich eines Tages mal im Stadion spielen darf, dass ich so diesen Traum mir erfüllen kann, vor vielen Zuschauern zu spielen. Es war mir am Anfang gar nicht so bewusst, ob ich das wirklich schaffen kann, diesen Sprung zu den Profis, ob der Traum wirklich in Erfüllung geht. Und dann eigentlich erst ab mit, 17., 18. Lebensjahr war mir so klar, hey Junge, du kannst diesen Sprung wirklich schaffen. Mein erstes Profispiel war Wahnsinn. Auch so, wenn ich rückblickend schaue, ich war so aufgeregt. Es war Nürnberg, das Nürnberger Stadion ist ja auch recht gut gefüllt und auch sehr laut. Ja, damals die Nominierung für die A11, für die Nationalmannschaft, war auch der Wahnsinn. Also ich hatte in dem Zeitpunkt nicht damit gerechnet, einfach sich mit dem Besten in Deutschland messen zu dürfen. Das erste Mal die Hymne mitzusingen. Das war schon ein sehr, sehr besonderer Moment, hat mich sehr stolz gemacht. Ja, Rückschläge gab es auch in der Laufbahn. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, auch in meiner zweiten Saison in Wolfsburg. Es war mein drittes Profijahr. Ich hatte überraschenderweise auch die erste Saison sehr gut gespielt, hatte aber auch schon in der Zeit starke Knieprobleme. Und in der zweiten Saison dann hatte ich leider so meinen Stammplatz verloren. War noch recht jung, auch noch, noch nicht so erfahren. Und gepaart eben mit meinen Knieproblemen auch, war das so eine Mischung aus, dass man nicht so ganz bei 100% ist. Ich konnte zwar trainieren, aber war nie wirklich so an meinem Leistungslimit. Und das war eine Zeit, die hat mich sehr, sehr geprägt im Nachhinein. Die war gepaart auch mit Einsamkeit. Ich war dann weiter weg von meiner Familie. Und da habe ich zum ersten Mal so einen Rückschlag erlebt, auch im Fußball, im Profidasein. Und gemerkt, dass es nicht nur der Fußball ist, sondern dass es um viel, viel mehr noch geht im Leben. Ja, man denkt vielleicht als Außenstehender, dass man als Fußballprofi alles hat. Also viel Geld, ein Auto, zwei, drei, gutes Haus. Man sich auch gefühlt alles holen und kaufen kann, was man möchte. Jede Tasche, jeden Schuh, alles Mögliche. Aber ich merke auch, das ist nicht, was dein Herz wirklich erfüllt. In dem Sinne, dass du wirklich glücklich bist. Und was mich eigentlich am meisten wirklich fasziniert hat oder auch nach wie vor ist, wie der Glaube an Jesus auch den Blick verändert. Ich bin zum Glauben an Jesus gekommen mit 18 Jahren, obwohl ich nicht mal bewusst gesucht habe. Mein bester Freund hat mir so aus dem Nichts dann auf einmal eine Kickerbibel geschenkt und ich dachte mir, okay, cool. So Fußball, das ist immer so das Größte gewesen bei mir. Ich wollte damals Profi werden, ich war kurz davor. Da dachte ich mir, okay, Kickerbibel, das klingt interessant. Und habe dann das aufgeschlagen, das Buch. Und auf einmal waren da Berichte, Zeugnisse von Sportlern, von Fußballern, von Trainern drin, die von ihrem lebendigen Glauben an Jesus erzählt hatten. Und es hat mich sehr neugierig gemacht, weil ich immer so das Bild hatte, Kirche und Fußball, also Glaube und Fußball, das kann man nicht verbinden. Entweder ich gehe sonntags auf den Bolzplatz oder halt in die Kirche. Und für mich war klar, so bevor ich in die Kirche gehe, gehe ich auf den Bolzplatz. Und da drin war eben auch ein Neues Testament. Und ich hatte ab dem Zeitpunkt so eine Neugier, was da wirklich drin steht. Und die eine große Frage, die ich da nach wie vor noch hatte, war, wer ist dieser Jesus, von dem du als kleiner Junge so manchmal gehört hattest, aber nie ein Ohr hattest für ihn. Und die hatte ich dann auch ab dem 18. Lebensjahr wieder. Wer ist Jesus und was sagt die Bibel über ihn? Und was sagt die Bibel auch über mich als Mensch? Es war dann so, dass wir einen kleinen Freundeskreis hatten, schon davor. Wir waren viele Jahre gemeinsam unterwegs und wir haben dann wirklich alle gleichzeitig angefangen, in dieser Kickerbibel zu lesen. Es waren sechs Freunde von mir und gleichzeitig auch hatte ich zum ersten Mal so Einladungen bekommen, auch zu Sportlergottesdiensten, Fußballerkreise. Und am Anfang dachte ich mir noch so komisch, was machen die da, was ist das? Aber habe mich dann nach der fünften, sechsten Einladung habe ich mich dann überwunden und bin gekommen und habe dann immer so im Stillen zu Hause für mich die Kickerbibel gelesen und parallel halt die Gottesdienste besucht, so diese Sportler-Bibelkreise. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch persönlich gläubige Fußballer kennengelernt. Und das hat wirklich mein Blick total verändert, dass ich so erfahren habe, hey, man muss es nicht trennen, man kann es auch paaren.
aber habe da zum ersten Mal auch wirklich die Liebe Gottes erfahren, vor allem in der Gemeinschaft unter den Christen dort, aber auch gehört, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dass wirklich mit ihm eine persönliche Beziehung möglich ist, dass Gott uns einlädt. Und es war so diese Botschaft, das Evangelium, was ich da zum ersten Mal wirklich verstanden hatte, gehört hatte und wirklich auch mir dachte, hey, dieser Jesus, wo ich diese Frage, wer ist er, ihm will ich folgen. Und für mich war ich immer so in dem Sinn, okay, wenn ich irgendwann mal Profifußballer bin oder wenn ich so auf dem Weg auch bin, dann habe ich ja irgendwie alles oder dann geht es mir gut, dann habe ich auch so mein Glück gefunden. Aber ich weiß, ich habe mit Jesus wirklich den größten Gewinn meines Lebens gemacht, weil er einen Preis hat für die Ewigkeit, einen Preis hat, der nicht mehr verloren gehen kann,